Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Raiffeisen TV. Heute hat mich mein Weg nach Wiener Neustadt geführt, wo sich ein etablierter Familienbetrieb befindet, welcher in letzter Zeit ein neues Bürogebäude errichtet hat. Mit dabei ist auch unser bekannter Firmenkundenbetreuer Thomas Schwarz. Du Thomas, könntest du mir ein bisschen was über die Walter Dettmann GmbH erzählen? Gerne. Walter Dettmann und sein Unternehmen sind langjährige Kunden unserer Raiffeisenbank. Das Familienunternehmen ist Experte im Bereich Dachdeckerei, Spengerei, Flachdach- und Zimmereiarbeiten und hat erst den Bürostandort, diesen Bürostandort von Lanzenkirchen hierher verlagert zum Produktionsstandort, den wir draußen schon gesehen haben. Aber mehr dazu können uns Walter und sein Sohn dazu erzählen. Ah, grüß Sie, grüß Gott, hallo. Mr. Jeno, grüß dich, Thomas. Ich hätte eine Frage oder eine Bitte. Können Sie uns ein bisschen was über die Walter Dettmann GmbH erzählen? Ja, natürlich. Ich kann euch gerne zum Philipp und zum Walter Dettmann in sein Büro bringen. Vielen Dank. Bitte, mein Herr. Danke. Danke sehr. Hallo, Mr. Jeno. Hallo, Walter. Servus, Thomas. Hallo, Philipp. Servus. Hallo, Brutus. Lieber Walter, lieber Philipp, vielen Dank für die Einladung hier im Betriebsstandort in Wiener Neustadt und vor allem im neuen Bürogebäude. Wie ist es eigentlich dazu gekommen? Nehmt Platz, dann erkläre ich euch das. Danke sehr. Wir haben ungefähr vor 2 Jahren begonnen zu planen, haben voriges Jahr im August angefangen zum Abbrechen und sind Mitte Jänner übersiedelt. Das Unternehmen ist ein Familienunternehmen. Wie ist es entstanden und was macht es erfolgreich? Mein Großvater hat das Unternehmen vor 60 Jahren gegründet mit 2 Leuten. Mittlerweile sind wir ein Unternehmen dritter Generation und können unsere Aufträge präzise und professionell abwickeln und sind eigentlich die beste Adresse, wenn es um Qualität geht. Walter, wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter habt ihr hier am Standort? Wir haben aktuell ca. 100 Leute, 80 Arbeiter, 20 Angestellte und bilden auch 7 Lehrlinge aus. In welchen Bereichen, in welchen Sparten bildet ihr diese Lehrlinge aus? Wir bilden unsere Lehrlinge in allen 4 Sparten aus, in der Zimmerei, Dachdeckerei, Spengerei und Schwarzdeckerei. Aber was hältst du davon, wenn wir einen kleinen Rundgang machen? Gerne. Schauen Sie. Perfekt. Also hier bei mir im Büro finden wir sich in der Planung. Hier geht es vom Kundenwunsch in die Realität. Das heißt, den Wünschen eurer Kunden sind mit dieser Planung überhaupt keine Grenzen gesetzt? Genau, unsere Planungen sind genau auf den Kundenwunsch angepasst. Hier gerade sehen wir ein Projekt einer Schule. Diese werden wir uns dann vor Ort anschauen. Aber vorher geht es noch in die Spenglerei. Okay, passt. Gehen wir. Wo sind wir da jetzt? Wir befinden uns jetzt in der Spenglerei, wo individuell die ganzen Kanteile gefertigt werden, wo der Lagermeister vom Spenglermeister die Unterlagen bekommt, die werden vorproduziert und sind dann auf der Baustelle quasi verarbeitungsreif. Du Walter, hör mal ganz kurz. Jedes Dach ist in seiner Beschaffenheit, in seiner Form, in seiner Struktur ja eigentlich ein Unikat. In erster Linie schützt er natürlich die Leute, die drinnen wohnen, beziehungsweise auch die Innenräume vor jeder Witterung. Aber ein Dach muss ja eigentlich auch in die bestehende Infrastruktur, in die Umgebung, einfach, das muss ja alles mit eingeplant werden, oder? Also wird individuell geplant. Nur die Spenglerei ist der Part, der in der Werkstatt produziert wird und auch dann auf der Baustelle verarbeitet wird. Alle anderen Produkte oder Gewerke werden direkt auf der Baustelle verarbeitet und hat nur wenig Einfluss darauf. Und jetzt schauen wir uns bei Mario an, wie das gefertigt wird. Sehr gut, machen wir das. Also das ist von Dahlmann die Abkant-Biegebank. Das sind bis 6,40 Meter kann man biegen. Das ist quasi ein Doppelschwing-Ding. Also man kann von unten aufwärts biegen und von oben runter biegen. Aber das zeige ich euch dann gleich mit dem Trapezblech. Es sind lauter verschiedene Profile gespeichert. Artiger zum Beispiel oder Trapezblech eben. Abschlüsse, aber ich kann es euch gerne sagen, wir müssen nur aus dem Sicherheitsbereich rausgehen. Okay. Okay.
du das noch? So, den Knopf drücken, den blauen. Den da? Ja. Das war jetzt zum Beispiel Trapezblech. Es ist interessant, in welcher Präzision das Ganze verarbeitet wird. Ich sag, weil der von unten aufgehört und von oben runtergehen kann. Weil die vorherige, die was vorne steht, der hat zum Beispiel nur von unten aufgehört können. Weil man da halt die ganzen Moos-Biegewinkel und das alles separat einstellen kann. Okay. So, jetzt haben wir unsere Blechteile und jetzt schauen wir uns an, wie das auf der Baustelle montiert wird. Sehr gut, das machen wir. Ja. Mario, danke. Bitte. Mario, danke. Bitte. Also, wir befinden uns da gerade am Altgebäude der Schule Krömelgasse. Hier haben wir den ganzen Dach neu gemacht. Da ist du sehr lange nass eingegangen und dadurch ein starker Schimmelbefall entstanden. Hier wurde die Holzkonstruktion von Grund auf neu ausgebessert und eigentlich alles, was wir da sehen, neu gemacht. Zusätzlich die Abdichtungsbahnen und die Spenglerarbeiten. Bei der Abdichtungsbahn, das ist ein Produkt der Firma BMI Wolfin. Das ist die einzige Bahn am Markt, die geprüft ist für Dampfdurchlässigkeit, aber trotzdem auch Dichtheit. Und die haben wir hier verschweißt und die Spenglerarbeiten sind vorproduziert gekommen, montiert worden. Und da sieht man das Ergebnis, es fehlt eigentlich nur mehr die Endreinigung. Ja, ich sehe schon, also die Firma Detmann hat sich mit ihren 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hier in Neustadt sehr gut etabliert. Sei es Sanierungen, sei es Neubauten von Einfamilienhäusern bis hier zu diesen Großprojekten, da ist alles dabei. Und die erstklassige Arbeit und Dienst am Kunden in diesem Bereich, die zeichnen euch aus. Vielen Dank für diesen sehr, sehr interessanten Tag. Danke sehr. Dankeschön.